Hallo, meine lieben Kreativen. Ja, heute nehme ich euch wieder ein bisschen mit beim Painten von dem Drachen. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt am zweiten Auge angelangt. Und was ich da mache, das verrate ich euch nach meinem Intro. Ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, ne, also ich bin jetzt hier bei dem zweiten Auge von dem Drachen dran. Das erste Auge ist schon fertig, das sieht man ja hier auch. Und ja, ich habe mir da was Besonderes überlegt. Und zwar habe ich einige Steine durch ABs ersetzt. Ja, und das machen wir jetzt zusammen. Ich musste mal gerade gucken. Genau, da sind sie. So, ja, und zwar habe ich, ich zeige euch das mal gerade, das E. Also hier das hellere Blau habe ich ersetzt durch die Nummer 996. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Ja, die Steinchen habe ich euch ja schon gezeigt gehabt. Die habe ich von der lieben Janine X. Und ja, ich hätte auch liebend gerne noch andere Farben genommen, die ich da habe. Aber die anderen sind in eckig, deswegen musste ich jetzt gucken, was da am besten passt, da dieses Bild hier runde Steine hat. So, ich zeige euch mal gerade die ABs. Also das sind die ABs, die ich jetzt benutze. Genau, so. Ja, und ich sehe gerade, ich muss unbedingt meine Nägel machen, der ganze Nagellack geht ab. Naja, so, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich muss jetzt halt hier nur darauf aufpassen, dass ich auch wirklich nur die Steine nehme, die halt vom Auge sind. Aber ich finde, das glänzt total schön. Gucke ich gleich mal, ob ich ein Foto für euch hinbekomme, wo man die sieht. So. Genau, also die ersetzen wir jetzt durch die ABs, die ganzen Es. So, na. Ja, irgendwie mag mein Wachs momentan nicht. Ich hatte erst nachgefüllt, aber irgendwie will mein Wachs heute nicht. Ja, ich hoffe natürlich, ihr habt ja, den Jahresbeginn gut überstanden. Wir haben uns einen sehr ruhigen Abend gegönnt. Haben wirklich mal Handy und Internet einfach sein gelassen. Und haben dann halt wirklich Zeit zu dritt verbracht. Ja, war auch mal schön. Und ja, haben natürlich dann auch lecker gegessen. Muss ich gerade nochmal gucken. Genau, das ist das Auge. Und ja, wie gesagt, wir haben es ganz ruhig angehen lassen. Dieses Jahr. Ja. Gut, wir feiern normalerweise, wie gesagt, Silvester sowieso nur zu dritt. Aber ich muss sagen, die Stimmung, die war irgendwie total down. So, ich muss jetzt gerade noch mal gucken mit dem Wachs. Ich muss doch noch mal ein bisschen Wachs nehmen. Das gibt es doch nicht, dass ich da heute so Probleme bei habe. So. Genau. Ja, ich weiß nicht. Also so die Stimmung an sich, die war halt gedrückt da. Also ja, huch,
Jetzt kommt das ganze Wachs raus. Ach ja, ich sag ja, heute habe ich irgendwie Probleme, das Wachs will nicht so wie ich. Genau, also wie gesagt, an den Augen habe ich ABs ersetzt. Nur jetzt nicht überall auf dem ganzen Bild bei dem kompletten Drachen, sondern halt wirklich nur die Highlights gesetzt. Genau. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also jetzt aktuell aus der Perspektive könnt ihr das jetzt nicht ganz so toll sehen. Aber ich gucke gleich mal, ob man das irgendwie eingefangen kriegt. So. Dann zeige ich euch gleich mal, welche ich noch benutzt habe. Ich habe, wie gesagt, zum einen halt die blauen genommen. Dann ist noch ein grüner, glaube ich, drin. Muss ich gleich mal gucken. Ich habe mir das nämlich markiert auf der Liste, welche Steine ich austausche. So, genau, das sind noch zwei von den blauen. Genau, und hier unten sind ja noch ein paar Es, die mache ich aber dann in der normalen Farbe, wie das halt sein soll. So, füllen wir die mal wieder um. Gut, dann können die auch schon wieder eingepackt werden, weil die brauche ich dann jetzt nicht mehr. So, dann haben wir als nächstes, glaube ich, ein Grün. Mal gerade gucken. Wo hatte ich es denn ersetzt? Genau, das Dreieck. Das Dreieck, das hatte ich ersetzt gehabt mit dem Grün hier. Ich zeige euch das mal gerade. Mit der 700 hatte ich das ersetzt. So, dann nehme ich mir jetzt nur einen Stein raus, weil ich auch nur einen brauche am Auge. Dann kommt das auch wieder weg. So, seht ihr, nur einen Stein. Da ist er. Und den setzen wir jetzt hier einfach auf das Symbol drauf. So, jetzt kommen wir zu den A's. Die A's hatte ich doch auch gemacht. Gerade gucken. Muss ich nur mal gerade gucken, was ich da jetzt genommen hatte. Also die 8 hatte ich in dem hellen genommen, in der 209, das ist die, und das A ist die 208, die habe ich auch da. Und ich sehe gerade, ich habe auch noch das Häkchen genommen. Gut, so, machen wir jetzt gerade erstmal die A's. Da sehe ich nämlich welche. Genau, wie gesagt, also das hier ist halt von einer anderen Firma, sind das die ABs. Ich zeige es euch gerade nochmal im Schiffchen. Huch. Stöpsel vergessen. So, also das hier sind die anderen ABs.
Genau, die nehmen wir jetzt für die A's. Da habe ich jetzt einmal hier eins. Da ist jetzt ein bisschen Wachs dran. So. Genau, und dann hatte ich nämlich, muss ich gerade selber noch mal gucken. Genau, hier am Auge rum sind auch noch ein paar A's. Die ersetze ich auch, habe ich auf der anderen Seite nämlich auch gemacht. So. Genau. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Ne, da vorne hatte ich keine ersetzt, nur da hinten am Auge. Genau. Gut, dass es auch alles gleich wird, ne? So, dann sehe ich noch ein Symbol, was ich austauschen kann. Wie gesagt, also ich habe mir da halt Gedanken gemacht, was da gut aussehen würde. Huch, da ist ein Steinchen gefallen. Man kann gucken. Da ist es. So, wie gesagt, die A's. Ja, weiß habe ich jetzt nicht da drin, aber auf der anderen Seite habe ich nämlich einen weißen Stein. So, und dann habe ich jetzt hier halt von der Janine auch noch die 209. Davon brauche ich aber auch nur eine. So. Schwupp, einmal ein Schiffchen. Gut. Ob ich jetzt halt ein paar weiße Stellen dann noch austausche, das weiß ich noch nicht. Gucke ich dann einfach mal, je nachdem, wie es aussieht. Das kann ich ja dann immer noch, kann ich ja immer noch rausholen. So. Und das setzen wir da drauf. So, genau. Dann können wir jetzt starten mit den nächsten Farben. Meine Legende. So. Weil die Farben, die nämlich jetzt ringsherum kommen, die sind nämlich ein bisschen dunkler. Und ich finde, das gibt einen sehr schönen Kontrast zu den AB-Steinen. Und deswegen musste das einfach, musste einfach sein. Ich musste hier in dieses Bild ABs einbauen. So. Genau, bei der Seite von der Janine wollte ich nachher auch nochmal gucken. Dass ich da mir noch ein paar andere Farben besorge. Genau, und dann gucken wir mal, dann gucken wir mal. So. Ich denke mal, das werde ich erst machen, wenn der Micha mit dem Video angefangen hat. Das wollte er nämlich heute auch noch machen. Genau, das Aschenputtel-Video. Ja, und dann sehe ich ja schon mal die Farben und dann gucke ich mal, was mir davon sehr gut gefällt. Dann bestelle ich dann einfach mal. Ich bin nämlich auch am Überlegen, ob ich bei dem, weil ich habe ein paar Bilder hier mit eckigen Steinen. Dass ich das dann da einfach mal ersetze. So, machen wir da weiter. Und genau, also ich wollte ein bisschen mehr halt mit ABs arbeiten, weil ich finde das total toll. Mal sehen, vielleicht werde ich dann auch hier ringsherum ein paar Nachtleuchte oder so einbauen noch. Ich dann doch die weißen rausnehmen, ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Also ich wollte halt gucken, wie das komplett aussieht, das ganze Bild. Weil das hat schon andere Farben, finde ich zumindest, im Vergleich zu dem Bild, was die Anni gemacht hat.
Anni hat ja auch den Drachen gemacht, den Eckig hat sie den. Und genau, da wollte ich dann einfach mal gucken, ob das alles passt. Ich muss sagen, dafür, dass ich das Bild jetzt noch nicht so lange habe, da bin ich wirklich weit gekommen. Ja, das habe ich ja Heiligabend geschenkt bekommen von Micha. Und habe dann direkt gestartet und bin jetzt schon fast fertig. Das macht aber auch wirklich Spaß. Also muss ich wirklich sagen, diese bunten Farben, die fesseln einen wirklich. Also ich bin total begeistert. Da hat er wirklich eine tolle Idee gehabt, mir dieses Bild hier zu schenken. Ja. Und genau, wegen dem Gewinnspiel auch nochmal, also wegen der Verlosung von mir. Ja, ich hoffe, dass jetzt die Woche die Sachen ankommen, die ich bestellt hatte. Dann kann ich nämlich das Ankündigungsvideo drehen, weil das werde ich erst, wie gesagt, machen, wenn wirklich alles da ist. Ich möchte euch dann auch nicht so lange dann hinhalten oder ich sage euch dann ein Datum und dann sind die Sachen gar nicht da. Das ist ja auch blöd, ne? Deswegen. So. Also wie ihr sehen könnt, es ist jetzt alles ein bisschen dunkler als die ABs. Aua! Bisschen dunkler als die ABs. Und deswegen finde ich eigentlich so den Kontrast ganz schön. Der ist ganz schön. So, ja, so ein bisschen kann man es gerade erkennen, gell? Mit den ABs. So ein bisschen kann man sehen. So. Ja, das hat es mir hier echt angetan irgendwie. So. Da ist eins.
Ja, ich bin jetzt mal sehr auf die nächste Woche gespannt, weil, gucken, so. Ja, weil nächste Woche bin ich ja wieder arbeiten. Der Micha ist ja dann noch zu Hause. Und Alina hat wieder Homeschooling. Allerdings ein bisschen anders. Weil diesmal läuft das wohl alles über online. Dann bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Ja. Vorher haben sie halt immer die Unterlagen halt bekommen, beziehungsweise online konnte man die einsehen. Und jetzt läuft das alles ein bisschen anders. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Und dadurch, weil ich ja wieder arbeite, kriege ich ja nicht alles mit. Das ist dann natürlich blöd. Da müssen Sie mir dann später erzählen, wie das war. Ja, wie sieht es denn bei euren Kindern aus? Ich denke mal, ihr habt da bestimmt auch alle dann irgendwie einen Online-Zugang oder sowas, dass die Kinder dann da lernen können. Oder wie machen das bei euch die Schulen? Also, wie gesagt, bei uns läuft es jetzt aktuell so, dass es halt alles online funktioniert. Vorher war das dann halt alles über Papierform. Genau, könnt ihr mir ja mal schreiben. Nee, wie gesagt, also für mich geht es dann nächste Woche wieder los zur Arbeit. Da bin ich auch mal gespannt, was es da wieder für Neuerungen gibt. Ich weiß nicht, wenn man das im Hinterkopf hat, dass da schon irgendwelche Neuerungen wiederkommen, dann hat man ehrlich gesagt gar keine Lust, arbeiten zu gehen. Also das ist zumindest bei mir. Weil irgendwas wird sich wieder geändert haben. Ja. Naja, aber muss ja. Muss ja sein, muss ja sein. Und ich gehe auch gerne arbeiten, so ist es ja nicht. Nee. Ja. So, ja, nee, wie gesagt, also klar, ich freue mich wieder arbeiten zu gehen, aber ne, wenn man dann schon weiß, dass wieder wegen dem bösen C irgendwas ist, dann hat man da nicht wirklich Lust drauf. Jo. Mal gucken, mal gucken. Ja, die Nachbarskatze geht mir gerade auf den Zeiger. Die sitzt vor der Tür und ist am Miauen, wie blöde. Tja. So ist das. So ist das. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das so richtig hier erkennen könnt. Aber bei mir in der Kamera sieht es ja immer noch ein bisschen anders aus als später im Video. Ach nee, die Nummer ist ja da.
So, ich würde aber sagen, ich mache jetzt als erstes, wie viele Minuten haben wir? Ach ja, es geht noch. Ein bisschen können wir noch. Ein bisschen können wir noch. Was nehmen wir denn als nächstes? Nehmen wir das N. Das N ist die 27. Ja, wie gesagt, also ich finde diesen Kontrast richtig schön. Das kann ich euch auch gleich mal bei dem anderen zeigen. So, das N machen wir. Also ich habe das Gefühl hier bei dem Bild, dass die Steine teilweise größer sind als die Klebeflächen. Also die Symbole, teilweise zumindest, muss ich immer so ein kleines bisschen schieben, dass es dann noch relativ gerade ist. Das ist ja echt doof. Das ist das einzig Negative hier dran. Ja. Aber wenn man fertig ist, dann fällt es nicht mehr so auf, finde ich. Da ist ein N. Ja, da hat sich meine Kamera wieder verabschiedet. Ja, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wo wir gerade dran waren, aber ist ja nicht schlimm. Wiederhole ich mich einfach nochmal. Ja, und zwar wollte ich mich halt bedanken bei den Leuten, die bei mir im Shop bestellt haben. Ja, und zwar sind... das war jetzt vor Weihnachten gewesen... sind 64 Euro gespendet worden von uns. Also die haben wir gespendet. Wir haben ja gesagt, bei jeder Bestellung geben wir halt 1 Euro tun wir spenden an die Kinderkrebsklinik in Düsseldorf. Und das haben wir auch gemacht. Wie gesagt, also 64 Euro sind vor Weihnachten rausgegangen. Ja, und jetzt am 31. Sind nochmals 19 Euro rausgegangen, die auch noch gesammelt wurden durch die Stifte, die wir verkauft haben. Genau. Ja, dazu haben wir dann noch ein Päckchen geschickt, weil man konnte ja auch Sachspenden hinschicken. Ja, und deswegen haben wir uns dann so entschieden, ja, auch noch ein paar Stifte und Washi-Tape zu spenden. Ne, weil die Kinder, die haben auch Bilder bekommen, etc. Und die sollen ja dann auch gut ausgestattet sein. Ja, deswegen haben wir 18 Stifte gespendet und Washi-Tape. Ja, genau. Ne, um einfach den Kindern eine Freude zu machen. Und im Grunde genommen war von jedem etwas dabei. Also es waren Nachtleuchten dabei, es waren Chromstifte dabei, es waren normale Glitzerne dabei und so weiter und so fort. Also genau, da kam schon einiges zusammen. Und ja, genau. Ja, und am 31.12., das war dann halt der Stichtag, das war der letzte Tag, wo wir jetzt dann halt die Spenden eingesammelt haben. Und ja, nachdem die letzte Bestellung am 31. reinkam, haben wir, wie gesagt, nochmals per PayPal rübergeschickt, sodass das Geld auch direkt da ist. Und genau, das wird dann halt diesen Monat auch alles übergeben. Ja, da freue ich mich, dass die Kinder sich da freuen und dass sie auf jeden Fall trotzdem ja schöne Feiertage hatten und auch einen guten Start ins neue Jahr
Ja, weil gerade die Kinder in der Krebsklinik, die haben ja richtig gelitten jetzt. Na, weil da durfte ja jetzt dann auch keiner hin. Ja. Und ich hoffe, dass wir den Kindern so eine Freude machen konnten. Und ja, sollte diese Aktion nochmal stattfinden, dann sind wir natürlich auch wieder dabei und dann starten wir auch ein bisschen eher. Aber ich finde dadurch, dass es meinen Shop ja auch noch nicht so lange gibt, da haben wir wirklich schon gut was geleistet. Also muss ich wirklich sagen. Ne? Also wirklich Hut ab auch an euch, dass ihr mich da so unterstützt habt. Ne? Dass wir da etwas hinspenden konnten. Das finde ich wirklich super. Genau. Ja, so, ich würde sagen, wir machen die eine Nummer jetzt hier gerade noch fertig. Mich blendet gerade das Licht. Wie gesagt, ich bin es nicht gewohnt, dass das Licht hier so dolle drauf scheint. Genau. Diese eine machen wir gerade noch zusammen fertig. Und dann werde ich das Video auch schon beenden. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt zum Wochenende noch fertig kriege, das Bild. Ich denke aber mal eher nicht. Ja, wenn ich dann jetzt hier noch richtig reinhaue, vielleicht kriege ich es ja doch noch fertig. Und mal sehen, mal sehen. So, ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was geschafft hier. Ich gucke jetzt gerade noch mal, vielleicht kriege ich das ja eingefangen mit den ABs. Gucken wir mal gerade. So. Und gerade alles zur Seite packen. Und dann tue ich mal gerade die Kamera ein bisschen anders halten. Augenblick, nicht erschrecken. Es wackelt jetzt ein bisschen. So. Mal gucken. Vielleicht kriegt man es eingefangen. Ja, so ein bisschen sieht man es. Also wie gesagt, die blauen auch hier, das sind ABs. Jetzt sieht man es. Ja, genau. In diesem Sinne verabschiede ich mich dann für heute und ich sage dann winke, winke, bis zum nächsten Mal. Ja, lasst mir gerne ein Abo da und ein Däumchen nach oben. Ja, und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.